Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtlich. Gesunder Menschenverstand ist eine Sammlung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Albert Einstein. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Napoleon Bonaparte. Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Josef Goebbels. Es ist uninteressant, wer den Anführer einer Nation spielt. Viel entscheidender ist, wie viele Narren dieses Spiel mitspielen. Matthias Lubos. Der gefährlichste Mensch für den Staat ist derjenige, welcher ohne Rücksicht auf die vorherrschenden Aberglauben und Tabus denken kann. Denn er wird fast unweigerlich zu der Erkenntnis gelangen, dass der Staat verlogen, geisteskrank und unerträglich ist. H.L. Mencken. Wahlen sind nichts als ein psychologischer Trick, denn es sind die Ultrareichen, die ihren Willen durchsetzen. Das Wählen täuscht dem Arbeitsvieh lediglich vor, dass es frei sei. Klaus Kinski. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Bertolt Brecht. Ich liebe den Wein, mein Mädchen voran. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Wein. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bertolt Brecht. Es bleibe dabei, die Gedanken.